Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eggladum zu einem weiteren Let's Play Pokémon Sonne und Mond mit dem Zwergenfürst zum 50. Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Anlässlich des 50. Parts, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, habe ich mir ein neues Outfit einfallen lassen. Ich habe mein Outfit ein bisschen aufgepeppt. Ich trage zum Beispiel einen neuen Hut, einen Fitzhut, der gefiel mir. Deshalb habe ich ihn mir gekauft. Eine neue Hose, neue Schuhe, eine neue Frisur, alles neu. Passt auch zu dem Zeitpunkt, wo ich das drehe. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich das drehe, ist nämlich Rosenmontag. Da wisst ihr, wie weit das vorproduziert ist. Also, ja. Ich würde mal sagen, starten wir direkt gleich in die nächste Story, die hier direkt bei diesem Pampros losgeht. Ja, machen wir es einfach. Pampro! Sitze hier wieder im abgedunkelten Zimmer und bei Nacht. Und weil ich das so liebe, wenn der Bildschirm schwarz wird, dass er wirklich richtig schwarz wird. Das ist mit Licht im Zimmer nicht so wirklich zu ermöglichen. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Pampros, schön, dass es dir gut geht. Du müsst ihr mal drauf achten, wenn es das nächste Mal schwarz wird. Ach ja, Pokémon-Trainer sind wirklich beeindruckend. Nicht nur, dass sie auf dem Weg die Spitze zahlreicher Hindernisse zu bewältigen haben. Nein, sie werden auch oft genug Zeuge davon, wie sich die einzigen Pokémon, die eigenen Pokémon verletzen. Aber zusammen überwinden sie alle Schwierigkeiten. Na sowas, lang nicht gesehen. Wie Zwergenfürst. Und Lilly hast du auch mitgebracht. Ja, es freut mich, dich zu sehen, Hapu. Oh. Du siehst irgendwie ganz anders aus als sonst. Viel energischer und voller Tatendrang. Danke, Hapu. Ja, das siehst du ganz richtig. Vor dir steht eine völlig neue Lilly. Ab jetzt gebe ich alles. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Nee, ich konnte es gar nicht mehr vorlesen. Hat sie schon so oft gesagt. Oh, deine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft, sagst du? Das wäre dann sozusagen die L-Kraft. L wie Lilly. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass L für Lilly steht. Nein. Sag, Hapu, weißt du, wo wir den Inselkönig finden können? Der steht vor dir. Das ist doch logisch. Ich meine, ich habe mich selbst nicht spoilern lassen. Ich weiß es selbst nicht, aber wenn das einzige Haus auf der Insel ist, ist es naheliegend. Den Inselkönig? Tja, das wirst du auf Pony leider kein Glück haben. Hier gibt es keinen Inselkönig. Was? Das ist wirklich ärgerlich. Was machen wir denn nun, Zwergenfürst? Vielleicht ist die Zeit nun reif. Immerhin habe ich diese seltsame, aber irgendwie auch niedliche Pokémon bekämpft, das aus diesem Loch am Himmel gekommen ist. Kommt, machen wir uns auf zu den Ruinen. Du auch, Lilly. Pampro! Bildschirm! Ja, nice! Ich liebe das, hab das gesehen.
wundervoller schwarzer Bildschirm. Zwergfürst, es hilft alles nichts. Gehen wir. Du als Trainer bist ja sowieso allzeit bereit. Allzeit bereit, immer bereit. Für das nächste Abenteuer, nicht wahr? Wartet. Wer war denn das jetzt? Smashomai? Nee, sie. Huch! Blackswain. Wer sind Sie? Hoho, ich bin Hapus Großmutter. Ihr zwei seid Freunde meiner Enkelin? Ja, so ist es. Hoho, sie hat also tatsächlich Freunde gefunden? Alolas Inseln bereisen, neue Freundschaften schließen. Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Greif mich bitte nicht an, Machomai. Wenn ihr zwei euch jetzt auf den Weg zu den Ruinen macht, kann ich euch dabei noch ein wenig behilflich sein. Gib mir doch mal dein Pokémobilfunkgerät. Sag nicht, ich kann Machomai als Pokémobilfunk einsetzen. Nice! Machomai kann nun per Pokémobilfunk herbeigerufen werden. Das mag ich doch. Ich kann von Machomai getragen werden. Ist das schön. Um den Weg freizulegen, werdet ihr ein paar große Steinblöcke beiseite räumen müssen. Ich wünsche euch beiden eine strahlende Zukunft. Ja! Nice! Wie sehr ich mich darauf gefreut habe. Das habe ich schon mal bei einem Let's Player am Rande gesehen, wo ich mal kurz reingeguckt habe. Ich finde das nice. Machomai ist eins meiner Lieblings-Pokémon und von dem getragen zu werden. Supi. Hapu ist schon zu den Ruinen der Heimkehr aufgebrochen. Folgt einfach den Weg, bis ihr die Felsenküste von Pony erreicht. Das könntet ihr nicht verfehlen. Die Farbe des Bodens ist dort auf einmal ganz dunkel. Dann noch ein bisschen weiter und schon stoßt ihr auf die Ruinen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Ruinen der Heimkehr. Das ist der Ort, an dem sich Ponys Schutzpatron Kapukime aufhält. Lass uns am besten gleich aufbrechen. Auf geht's. Ihr habt meinen neuen Avatar gesehen. Der ist hübsch. Nix gegen meinen neuen Stil. Canyon von Pony und Ruinen der Heimkehr, also ich muss da lang. Na dann. Oh, dunkler Strand. Item, ich brauche das Item. Wo geht's zu dem Item? Der Weg ist versperrt. Na gut, dann halt nicht. Oh, ein Trainer. So, musste mal kurz im Dunkeln auf Kabeljagd gehen. Ich hoffe, ich habe das rausgeschnitten, weil die Batterie ist alle. Meine Kamera muss mal ein bisschen laden, also der Akku ist alle. Und weiter geht's in den nächsten Pokémon-Kampf. Was guckt ihr denn da aus dieser Dings daraus? Hui, was soll ich denn da? Ein seltenes reiner Exemplar. Kontaktaufnahme initiieren. Okay, der klingt schon bei seiner Begrüßung irgendwie verrückt. Pokémon-Sammler. Naja. Und was denn das für ein Pokémon? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ein Trotunator. Klingt seltsam. Schon der Name ist seltsam.
Okay, ja, das sieht schon aus wie ein Feuer-Pokémon, das hätte mir klar sein müssen. Darklariat wird wahrscheinlich mir was bringen. Und, ja, hat was gebracht. Nicht unbedingt viel, aber vielleicht können wir es mit Biss etwas auswiegen. Ich habe immer nicht die richtigen Worte dafür. Und benutze irgendwie Worte, die nicht richtig dazu passen. So bin ich halt. Da klar, das war's mit Trotunator. Ich denke, er hat mehrere Pokémon. Romin erreicht Level 41. 10 Lung. Okay, er hat 2. Und weiterkämpfen. Oha. Chinesischer Drache oder was? Los, Dach, Lariat. Attacke einsetzen. Okay. Das war effektiv. Wutausbruch von Song Long. Den Lung kann ich gar nicht mehr aussprechen. Das ist effektiv. Darklariat hat bisher mal geholfen. Schon oft genug eingesetzt. Zack. Level 50. Lukas reicht Level 50. Oder 40. Ich glaube eher 40. Der Black Swain. Wundervolle Black Swain. Ich nehme das heute so ein bisschen auf den Arm. Ja, ich mag es wirklich, aber ein bisschen Übertreibung. Okay, ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung. Wald von Pony ist das Falsche. Ich muss nicht in den Wald. Nicht bei Nacht. Bei Nacht im Wald. Ich bin nicht wahnsinnig. Hier an dunklen Strand, hat sie gesagt. Felsenküste von Pony. Ja, das sieht schon nach Ziel aus. Aber hier ist noch ein Zygarde-Würfel. Eine Lebensform, also die von Zygarde-Würfel absorbiert wurde, wenn dann richtig. Zygarde-Würfel haben wir nur einen. Das absorbiert immer Lebensformen. Oh, hier können wir noch angeln. Wir haben eigentlich schon Carpador gefangen im letzten Part. Guckt dort nach. Vielleicht fangen wir noch eins. Dann können wir einen Wiederball benutzen. Oder halt nicht. Ein Walimer. Was bist du für ein Gesichtsgünter? Brauche ich nicht. Auch noch ein Weibchen. Hässliche Frauen gibt's nicht. Nicht in meinem Team. Und grundsätzlich nicht. Frauen haben immer was Schönes an sich. Auch wenn es der Charakter ist. Das habe ich jetzt offiziell nicht gesagt. Der Zygarde-Würfel hat eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Die Ruinen der Heimkehr. Die Atmosphäre an diesem Ort ist so beklemmend. Vielleicht geht es wirklich besser, wenn es in den Ruinen ist. Kapu, Kime, der Schutzpatron der Ruinen. Der Heimkehr kann angeblich alles Unreine mit einem geheimnisvollen Wasser läutern. Hoffen wir das Beste. Ich bleib optimistisch. Genau. Positives Denken ist der Schlüssel zum Erfolg, Zwangfürst. Meine Rede. Ich werde jedenfalls alles tun, damit mein kleiner Freund hier wieder gesund und munter wird. Nur ein kleines bisschen Geduld, Wöckchen.
Diesmal werde ich dich retten. Warte nur ab. Also Zwergenfürst, dann wollen wir mal reingehen. Auf geht's. Wie immer bin ich bereit. Du warst draußen, Pampodi? Nee, Pampros. Sorry, passiert. Ach, das haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. Diese Blockaden. Um den Weg freizulegen, werdet ihr ein paar große Steinblöcke beiseite räumen müssen. Das war es doch, was Hapus Großmutter gesagt hat. Ah, da müssen wir nochmal zurück nach Akala und dort mal. War es nicht auf Akala? Da müssen wir die Steine zu diesem Tempel wegräumen. Irgendwo, ich glaube, Parts. Irgendwas gegen 40. Nee, 40 war es nicht. Das war das mit Mimigma. 40 war Mimigma. Muss früher sein. 30 oder so. Ach, guckt selbst nach. Die Playlist ist euch ja bekannt. Also, ich schaffe das auf keinen Fall. Dieser Steinblock ist unbeschreiblich schwer. Das ist ein Job für Machomai, wollte ich auch gerade sagen. Ich habe ja Machomai. Wenn mich nicht alles täuscht, dann stand in einem meiner Bücher hierzu etwa Folgendes. Musste mir jetzt nicht vorlesen. Lilly, ich weiß, wie man Marshock mit dem Pokémon-Dingens einsetzt und wie man das bewegt. Musste mir jetzt nicht. Ja, drücke B-Knopf, mach. Habe ich jetzt mal nicht laut vorgelesen. Ist klar soweit. Mach mal. Warum so eine Luftansicht? Ich hätte das gern von der Nähe. Der Steinblock. Achso, das ist nicht Lilly. Der Steinblock sieht groß und schwer aus. Vielleicht kann ein Pokémon ihn ja verschieben. Achso, mit B. Haben wir ja gelernt in der Anleitung eben gerade. Hau ruck! Los, mach mal! Oh, das ist ein Rätsel. Verdammt! Zurück, mach mal! Das war ein Fehler. Kann ich den zurückziehen? Nö, scheinbar nicht. Das ist Bisbab. Nö. Das habe ich wahrscheinlich versaut. So ein typisches Zelda-Rätsel. Wo man das halt in die genau richtigen Löcher schieben muss. Oh, wir kommen scheinbar trotzdem durch. Na, wo sind wir hier? Ein Altar. Ich habe mich ein wenig über die Ruinen in Alola sowie die Schutzpatrone, denen dort gehuldigt wird, schlau gemacht. Offenbar ist es alles andere als leicht, ihnen zu begegnen, da sie sich immer dort aufhalten, wo es ihnen gerade gefällt. Doch es heißt auch, dass sie sich einem manchmal offenbaren, wenn man sie in einer dieser Ruinen beschwört. Und wir werden jetzt die Geister beschwören. Das war schon immer eine gute Idee, Geister zu beschwören. In jedem Film gut für die Hauptcharaktere. Darauf kann man sich jedoch nicht verlassen. Meine Quellen zufolge sind die Schutzpatronen völlig unberechenbar. Das wird wohl auch die Erklärung dafür sein, dass sich an Wilkins Zustand nichts geändert hat, als wir in die Ruinen gekommen sind. Sind ja keine Geister. Sind Schutzpatrone. Oha, da findet schon eine Zeremonie statt. Wie wir sehen. Dein Vertrauen ehrt mich, dafür schulde ich dir meinen Dank. Die Einwohner als Inselkönigin werde ich mich unermüdlich für die Bewohner dieser Insel einsetzen. Und zwar für Menschen und Pokémon zugleich.
So ähnlich. Oh, ihr habt mir zugesehen. Der Inselkönig bzw. die Inselkönigin wird von dem Schutzpatron der jeweiligen Insel auserwählt. Jeder Bewohner der Insel kann dazu auserkoren werden. Sag, Zwergfürst, ich habe von Lilly gehört, dass du erst kürzlich nach Alola gekommen bist. Und das von ziemlich weit weg, oder? Dennoch hast du gleich einen Glitzerstein bekommen. Das ist schon etwas Besonderes. Die Ehre, zum Inselkönig ernannt zu werden, wurde meinem Großvater übrigens auch zuteil. Leider verstarb er plötzlich vor einigen Jahren. Und so hatten wir lange Zeit keinen Inselkönig auf Pony. Ich war zwar bereit, seinen Nachfolger anzutreten, wurde damals aber nicht dazu erwählt. Darum beschloss ich, ähnlich wie bei einer Inselmannschaft herumzureisen und fleißig zu trainieren. Lilly, du wolltest der Inselkönigin doch eine Frage stellen, oder? Das kannst du nun tun, denn sie steht direkt vor deiner Nase. Na dann, Inselkönigin Hapu, ich würde von dir gerne etwas über das legendäre Pokémon erfahren. Du möchtest also etwas über Solgaleo wissen? Dann, indem wir am Sonnenkreispodium huldigen? Meine Mutter ist in der Welt der Ultrabestien verschwunden. Sie mag zwar ein furchtbarer Mensch sein, aber sie ist eben auch meine Mutter. Ich muss unbedingt zu ihr, nicht zuletzt, um ihr etwas zu sagen. Dafür will ich das legendäre Pokémon um seine Hilfe bitten. Ich brauche seine Kräfte, um zwischen unseren Welten reisen zu können. Ich verstehe. Die Welt der Ultrabestien. Ob diese Kreatur, die da nach Pony gekommen ist, wohl auch so eine Ultrabestie war? Ich habe zusammen mit Capo Kime versucht, sie zu bekämpfen. Jedoch ohne Erfolg. Also gut, ich werde dir erzählen, was ich weiß. Vielen Dank, Hapu. Es ist aber nicht viel. Ich weiß nur, dass man am Podium ein Ritual für das legendäre Pokémon abhalten muss. Ein Ritual, bei dem man zwei Flöten erklingen lässt, um dem legendären Pokémon irgendwie Kraft zu schenken. Das hier ist die Mondflöte. Anscheinend war sie im Besitz meiner Mutter. Oh, das sieht ja aus wie die Flöte aus dem See auf Ulaula. Die andere befindet sich auf Kokowai Island. Stand da gerade Island? Also I-I-L-A-N-D. Facepalm. Ich weiß zwar nicht, warum sie gerade an jenem Ort zu finden ist, aber der Überlieferung nach gehört sie dorthin. Da steht tatsächlich Eiland. Och nein, scheiße. Game Freak, nicht dein Ernst. Hast du Eiland übersetzt? Nein! Ich habe nicht im Ernst Eiland übersetzt. Das Kokowai-Eiland. Ich glaube nicht, dass das im Englischen Eggland heißt. Niemals, niemals heißt das Eggland. Kokowai Island. Ich kann das nicht mehr. So kann ich nicht arbeiten, Game Freak. Kokowai Island. Ich erinnere mich dunkel, darüber gelesen zu haben. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine unbewohnte Insel vor der Küste von Pony. Na dann, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Auf zum Dorf des Seevolks. Ihr solltet mit einem Oberhaupt sprechen. Lilly, du kannst auf Pampros reiten. Und ich werde von Macholo getragen. Quatsch, Machomai. Ja, komm, wir laufen auf Machomai zurück ins Dorfte.
Müll geht scheinbar in den Ruinen nicht. Hier geht's. Mache mal. Da muss mich hier erstmal raus. Oh. Habe ich nicht gesehen. Das war schon runter. Das sieht doch hübsch aus. Der kann mich hier rausbringen. Bring mich raus, mache mal. Hier hoch. Na, wenn das nicht hübsch aussieht. Machomai trägt mich zurück zum Dorf. Felsenküste von Pony beschützt mich dabei. Alter Pfad von Pony. Da geht's lang. Zurück. Oh, ein Kumpel von Machomai. So, das Haus. Und wieder durchs Tor. Da sind wir gleich da. Den haben wir auch schon bekämpft im letzten Part. So, ganz friedlich hier voran. Hops, hüpf, mach mal. Und da wären wir. Hat mich mach mal sicher ans Ziel gebracht. Danke, Hapu. Und danke, Pampros. Dafür sind Freunde doch da. Freunde? Ein so trainierter Trainer wie Papu betrachtet mich als Freundin. Ich bin gerührt. Nochmals danke, Papu. Ich werde nicht aufgeben, was auch geschieht. Sprich am besten mit dem Oberhaupt des Seevolks, wenn du Kokowai Eiland einen Besuch abstatten möchtest. Ich wünsche dir eine gute und sichere Reise. Pampro! Ja, wie es aussieht, geht's im nächsten Part auf Pokémon Eiland. Kokowai Eiland. So! Gehabt euch wohl. In the next part we went to. Oh nein, wieder eine Privat. Oh nein, nein. Ich fang gar nicht mit meinem Englisch an. Went ist eine Vergangenheitsform. Nein, Kacke. Ich wollte mit einem hübschen englischen Satz das Let's Play beenden, aber natürlich habe ich es natürlich wieder mit meinen Englisch-Skills verpackt. Ja, nicht besser als der Typ auf der Fähre nach Griechenland. Insider-Story von der Klassenfahrt. Oh, we went to go back, was? Das wird peinlich bei meinen Klassenkameraden. Naja. Dafür bin ich da, um mich auch mal peinlich zu machen. Oh, scheiße, das hat... Das habe ich aber jetzt selbst verkackt. Okay, mit dieser Peinlichkeit beenden wir den Part. Sprich Deutsch in Deutschland. Sprich Englisch in England. Ja. So. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch trotzdem wohl. Haut Rinner. Im nächsten Part geht's zum Frühstücksei-Land und dann ja, werden wir das Wunder von der Osterinsel erleben. Ein Däumchen nach oben oder Däumchen nach unten. Pokémon Sonne wird immer heller. Ja, ist ein blöder Spruch, aber ich glaube, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Passt irgendwie. Ja. Lasst ein Abo da. Haut rein. Ciao, ciao.